Ja, Tag, herzlich willkommen zu Session 2. Heute wird es voll spannend. Ich ging jetzt mal davon aus, also ich frage jetzt trotzdem nochmal in die Runde, aber ich vermute mal, es hatte niemand Zeit, sich wahrscheinlich in der Woche nochmal um hinzusetzen und irgendwas zu bauen. Oder gibt es irgendwie eine Reaction von irgendjemandem, der sagt so, ey, ich habe irgendwas gebaut, ich will das zeigen? Okay, alles klar. Okay, ja, also wenn du Bock hast, es zu zeigen, deswegen haben wir das in diesen Editor ja gebaut, da könntest du theoretisch irgendwie mal den Link oder sowas mal bei Incom reinstellen oder sowas. Relativ flott und dann können wir uns das vielleicht mal angucken. Ah, nice. Nice, die kannst du ja vielleicht irgendwie reinhauen, irgendwie nebenbei und wir tun es dann uns irgendwie nach der ersten Pause oder sowas nochmal angucken. Ah, stimmt. Dieser Button. Ah, nice. Ziemlich viel Copy-Paste auf jeden Fall. Und Sliders. Ah, okay. Ah, okay. Die Größe ist das vorletzte oder was? Ah, okay. Nice. Das ist cool. Ach, cool. Das ist gut. So, wenn ich. Die Größe ist das hier, ne? Die Größe ist die Size. Ja, okay, alles klar. Ah, jetzt check ich's. Ja, super, richtig gut. Du hast dich quasi schon mit Slidern auseinandergesetzt. Das ist eigentlich ganz spannend. Ah, ja, auf jeden Fall. Macht immer noch Sinn, wenn du es rumschickst, um ihn in die Slider noch daneben zu schreiben, was es leider macht. Das ist ein bisschen die alte Interface-Design-Krankheit. da gibt es, glaube ich, irgendwas, das heißt Text. Ja, Dokumentation reicht auch. Du kannst Text platzieren. Quasi sowas wie hier. Kannst du so einen abgefahrenen Spaß machen hier mit irgendwelchen Drehgeschichten. Aber du hast quasi setzt die Text-Size fest. Ich glaube, es gibt einen Default-Wert dafür. Und dann hast du halt quasi Text. Da nimmt der erste Parameter das Word dagegen. Was der zweite und dritte ist, weiß ich nicht. Scroll wieder runter und lese mal nach. Ja, X und Y-Koordinate, wo du es hinhalt haben willst. Ich muss auch mal gucken, ob das nicht zu verwechseln ist mit Label. Weil manchmal gibt es nämlich auch für... Ne, scheinbar nicht, oder? Ich gehe mal bei Slider. Create Slider, ob es da irgendwie. Nö, kannst du Text benutzen, glaube ich. Ansonsten können wir uns ja später nochmal angucken. Aber cool, cooles Ding. Quasi ein. Das ist quasi wie bei Photoshop, wenn ich da Rechtsklick mache und kann irgendwie so die Brush-Einstellung auswählen, ne? Im Grunde hast du das Menü damit nachgebaut. Coolio! Ah, nice, da hat jemand schon 3D-Kram gemacht. Cool. Was macht das? In dem Hintergrund füllt das Ding. Ah, okay, das. Schieß los. Automatik. Also du wolltest die Position verändern und hast es quasi über diese vier Werte probiert und das hat nicht geklappt, ne? Warte mal. Ich glaube, es gibt da, das Ding ist halt, dadurch, dass wir jetzt halt in die dritte Dimension gehen, gibt es, glaube ich, und weil die zugrunde liegende Technologie, also das P5 macht halt viel mit 2D-Raum und dieses, das, was du auch hier oben hinzugeschrieben hast, dieses, WebGL. Jetzt habe ich auch so eine coole neue App hier, da kann ich so malen. Dieses WebGL, was da oben drum rum ist, das ist quasi nochmal eine andere Technologie. Können wir uns halt gleich nochmal angucken oder im Anschluss und dann finden wir, glaube ich, eine Lösung dafür, weil ich glaube, du musst quasi so den Ursprungspunkt, der ja normalerweise hier oben in der Ecke ist, der muss quasi verschoben werden, damit du das bewegen kannst. Das funktioniert halt nicht ganz so einfach wie mit P5 itself. Aber gucken wir uns dann einfach nochmal an. Okay? Alles klar. So, das sind alle Kommentare gewesen, die ich jetzt soweit habe. Ne?
Deswegen springe ich jetzt mal in die Präsentation rein. Es gibt schon so ein paar Sachen, die jetzt hier in den Examples passiert sind, mit denen wir uns heute auch ausmachen. Heute machen wir mal ein bisschen mehr JavaScript. Also wir haben halt ja letztes Mal so ein bisschen die Library benutzt und wir werden die auch noch weiterhin intensiv benutzen, aber ich glaube, um weiterzukommen und nicht nur halt irgendwie die Dokumentation abzutippen, müssen wir so ein paar fundamentale Sachen verstehen. So, ne? Also wir müssen halt verstehen, was Variablen sind. Heute werden wir viel über Loops reden und dann die auch in 4 Übungen benutzen und quasi so lange machen, bis wir sie drin haben, weil es auf den ersten Blick wirkt echt verwirrend so. Also da habe ich mich auch mal gefragt, so, wieso funktioniert das? Aber wenn man das 4-5 Mal geschrieben hat, dann ist es einfach, dann ist es so. Dann ist es quasi das Weltbild und dann ist alles okay. Wir werden uns so ein bisschen mit If-Konditionen auseinandersetzen. Erläuterung von Funktionen. Na, vielleicht habe ich mich da ein bisschen übernommen. Mal gucken. Und wir steigen dann in die Live-Coding-Session ein. Jetzt kommt der Gag, der in jeder Präsentation von mir kommt. Wer vielleicht schon mal früher in meinem Tutorium war, der ist ein bisschen alt, aber cool. Recap. Was haben wir letztes Mal gemacht? Ich wiederhole am Anfang immer nochmal, damit es halt für diejenigen, die vielleicht letztes Mal nicht da waren, so ein bisschen Überblick haben, was haben wir gemacht. So. Und ansonsten gibt es ja auch noch die Aufzeichnung. Letztes Mal haben wir uns so mit ganz easy Funktionen auseinandergesetzt. Also Funktionen von P5, da haben wir halt irgendwie gesagt, okay, es gibt einen Funktionsnamen, der steht jetzt davor. Der hat jetzt irgendwie zum Beispiel eine Funktion aus der Reference, zum Beispiel zeichne mir ein Rectangle. Und dann gab es halt Parameter dazu, die im Grunde genauer definiert haben, was die Funktion in dem Moment macht. Also Position, Größe, Breite und so weiter und so fort. Das haben wir gemacht, dann sind halt so ein paar Funktionen daraus entstanden, so die wir am meisten benutzt haben, weil wir sie immer benutzt haben, war Create Canvas, um quasi unsere Zeichenfläche aufzuzeichnen, Rectangle, um so primitive Geometrien zu zeichnen und ein paar mehr, mit Farben haben wir rumgespielt und so weiter und so fort. So, es steht auch nochmal da, was das alles genau macht. Ganz wichtig weiterhin, vielleicht auch gerade für die, die gerade erst eingestiegen sind, so ganz wichtig, die zwei absolut wichtigsten Seiten, wobei die obere viel wichtiger ist, die Dokumentation, da steht alles drin, wir werden auch im Kurs, wie auch gerade eben schon, immer wieder auf dieses Dokument zurückspringen und der Web-Editor, mit dem wir halt arbeiten, wir werden bestimmt auch gegen Ende des Kurses es mal auch so machen, dass wir aus diesem Web-Editor rauskommen und so, dass ihr quasi das auf eurem eigenen Computer hosten könnt. Ist jetzt aber halt gerade für den Einstieg schön einfach. So. In der Präsentation hier auch nochmal drin der Link zur Aufzeichnung vom letzten Mal. Ich kann übrigens mal schnell gucken, ob die Aufzeichnung gerade noch läuft, weil letztes Mal ist mir ja abgeschmiert. Ja, funktioniert noch, cool. Die ist irgendwie auf YouTube und die wird auch wieder auf YouTube sein und ja, könnt ihr euch dann angucken, weil ich werde halt wieder Code-Examples machen, so, es dauert halt zu lange, das irgendwie mitzuprogrammieren. Die schaffen es, ist cool, aber es wird immer wieder Leute geben, die es halt nicht ganz schaffen und damit wir quasi in diesen Zoom-Umgebungen gut vorankommen, gibt es das quasi dann nochmal zum Nachprogrammieren, damit wir schnell durchkommen, weil eine Stunde Zoom-Call ist so anstrengend wie 4 Stunden Real-Life. Und deswegen steigen wir direkt ein in so ein prinzipielles Grundkonzept von JavaScript und eigentlich auch jeder Programmiersprache. Einstieg in Variablen. Das ist eigentlich so ein Ding, das braucht man immer. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, wie könnte ich euch das erklären? Was ist denn eine Variable? Wir haben letztes Mal immer so Sachen, also quasi Sachen so geschrieben wie irgendwie ein Rectangle und das hatte irgendwie eine Breite und eine Höhe. Wenn die eine Breite und eine Höhe von 100 hatten, beide Male, ist es ja auch immer blöd, wenn man da immer nur diese Zahl reinschreibt und man sagt halt im Grunde, also man kann dieser Zahl quasi keinen Namen geben. Doch, das kann man nämlich, indem man Variablen benutzt. Ich habe das jetzt hier mal super versimpelt dargestellt, indem ich gesagt habe, okay, ich nehme eine Box und ich will in diese Box ein Buch reinlegen. Und ich lege in diese Box ein Buch rein und schreibe Bücher drauf. Dann kann ich das quasi im Code auch anders ausdrücken, indem ich halt schreibe var bu
Books, also Books, das ist der Name in dem Moment, den ich dem Karton gegeben habe. Und da drin ist halt quasi ein Titel von dem Buch. So, jetzt habe ich hier Happy Shotter and His Barbecue Party als interessanten Buchtitel ausgesucht. Und das ist quasi eine Möglichkeit, um Daten abzuspeichern. Also es gibt auch noch bei neuen JavaScript-Spezifikationen, kann man auch let schreiben, var und let ist quasi das gleiche. Unten gibt's, es gibt einen Unterschied, aber der ist so technisch speziell, ich glaube, da werden wir in dem Kurs nicht drankommen, genau den Unterschied quasi festzustellen. Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir bleiben bei dem neuen Ding und das ist quasi let. Let Books ist gleich irgendein Name, den ich haben will. Kann ich auch meinen Namen reinschreiben. Man kann halt aber halt eben auch ganz, ganz viele Sachen in so einen String reinknallen, in eine Variable reinknallen, zum Beispiel halt irgendwie einen String. Das ist jetzt halt dadurch gekennzeichnet, dass ich hier diese Gänsefüßchen am Anfang habe und am Ende. Das sagt quasi dem Computer in dem Moment, ey, da ist in diese Variable möchte ich gerne Zeichen reinsetzen. Also alles Mögliche, was irgendwie in Schrift auszudrücken ist. Dasselbe geht auch mit Zahlen. Die muss jetzt auch nicht so lang sein wie die. Das kann eine natürliche Zahl sein. Das kann halt eine gebrochene Zahl sein. Also eigentlich alles. Und es kann auch noch viel mehr sein. Ich habe jetzt hier total überkomplizierte Datentypen genommen. Es geht einfach nur darum, so dass ihr versteht, ihr müsst quasi dem Computer sagen, ey, jetzt kommt eine Variable und das macht ihr mit let. Dann gebt ihr den Namen. Dann kommt ein ist gleich und dann kommt halt whatever it takes, so. Kann im Grunde alles speichern. Wir werden das jetzt im Verlauf der nächsten Coding-Session eigentlich immer wieder ein bisschen weiter benutzen und von daher ist es ganz wichtig und das kommt dann so mit der Zeit. Ich mache jetzt viel Theorie-Ratter runter jetzt im Grunde und komme gleich zum zweiten Thema, was vielleicht wichtig ist. Das ist die Einstieg in If-Bedingungen. Wir können halt im Code im Grunde ausdrücken, wann soll irgendwas Bestimmtes passieren und das ist halt immer eine Frage, ich muss halt immer genau bestimmen können, wann ist denn wann und das mache ich halt mit If-Bedingungen. Ich habe jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel genommen, indem ich jetzt einen Programmcode habe. Wir wissen ja, der Programmcode läuft von oben bis unten Zeile für Zeile durch. Also, jetzt habe ich mir zum Beispiel schon mal eine Variable genommen und habe gesagt, okay, let a ist gleich 4. Also das bedeutet, ich sage dem Computer, ey, nimm eine Variable, die nennst du jetzt a und da packst du halt 4 rein. So, ne? Ich habe jetzt auf der rechten Seite noch mit dazu geschrieben, was da genau passiert. Also setze die Variable a auf 4. Jetzt kommt quasi schon eine if-Condition, also eine Kondition, die mir quasi sagt, ob die Variable denn größer ist als 0. Und das wird im Grunde so geschrieben, dass man hat halt ein if und dann hat man eine Klammer drumherum und in diese Klammer kommt ein Ausdruck rein, also a größer 0. So, ne? Und dahinter kommen zwei geschweifte Klammern und ich habe eigentlich normalerweise hier mein Zeichending, aber Keynote lässt mich nicht darauf zeichnen. Ich mache es mal so. Das hier ist im Grunde die Syntax hier, also ich muss das if in diese Klammern hier reinschreiben, so, und danach kommen die geschweiften Klammern. Und was dann passiert ist, wenn, also man kann es halt so lesen, wenn a größer als 0, dann passiert das, was hier unten zwischen diesen zwei Klammern steht, also zwischen der Klammer und der Klammer, dann wird dieses Stück Code ausgeführt. Da steht jetzt console log positiv. Man kann aber dort auch eine P5-Funktion reinschreiben, wie zum Beispiel zeichne einen Quadrat oder zeichne irgendwie oder mach den Hintergrund rot. So, ne? Und es lässt sich eigentlich relativ leicht lesen. Und dann geht diese geschweifte Klammer wieder zu und danach steht in else. Also das bedeutet halt genau das Gegenteil. Also wenn a größer ist als 0, dann führst du quasi dieses Stück Code aus, was zwischen diesen zwei Teilen steht und dann sagt er negativ. Um das Codebeispiel nochmal ein bisschen zu erklären, console.log, für die vorher nicht da waren, das ist einfach nur eine Möglichkeit, um in der Konsole sich Werte ausgeben zu lassen oder halt eben auch einen String. Das sieht man halt hier daran, dass ich hier vorne und hinten so Quotation Marks gemacht habe. Und was macht das Programm jetzt halt? Also ist die Variable größer als 0,
dann danach passiert, das kann ich wieder rein switchen, gibt in der Konsole positiv aus. Okay. Und wenn die, und dann gehen wir halt die nächste Zeile in die vierte, wenn die Variable nicht größer als 0 ist, in dem Fall ist das ja nicht der Fall, also ist immer fertig. Um das nochmal ein bisschen zu vereinfachen, was quasi in ein If-Statement genau macht, ist es, muss man sich das so vorstellen, ich gehe nochmal raus, aus diesem Ding, also a ist gleich größer als 0, können zwei Sachen entstehen, nämlich true oder false, also stimmt oder stimmt nicht. Also dieser Wert wird im Grunde in jeder If-Bedingung, die ihr seht, wird immer quasi ausgerechnet. So, ne? Also a ist größer als 0, da wird dann halt die 4 hier reingesetzt. So, die 4 wird da reingesetzt, 4 ist größer als 0, ja, stimmt nicht, und dann kommt dann da quasi, ich mache jetzt nur mal so ein F rein, ist quasi false. So, ne? Und wenn hier false rauskommt, dann sagt er hier, okay, achso, stimmt, nee, a ist größer als 0. Nee, es ist nämlich wahr, sorry, genau falsch rum. Das hier ist wahr. Weil 4 ist größer als 0, sorry für den Denkfehler. Genau, und so machen wir halt If-Bedingungen, so, das ist halt einer der fundamentalsten Building-Blocks, so, die wir immer wieder brauchen werden. Das können wir dann im Detail nochmal durchgehen, wenn wir das mehr mit Processing machen. Das ist jetzt so ein super mathematisches Beispiel, so, ne? Es ist halt sehr, sehr simpel, aber wir haben halt im Processing, werden wir relativ schnell feststellen, wo wir sagen können, okay, wenn zum Beispiel die Maus über die Hälfte oder sowas, über die Hälfte des Bildschirms ist, dann soll sich der Hintergrund ändern oder so. Das können wir dann halt eben ausdrücken in dem, was wir ja letzte Woche schon hatten, so wenn die Mausposition über 200 ist, kann man quasi genau diesen Ausdruck nehmen, dann soll der halt den Codeblock ausführen, der halt hier sagt, okay, ändert die Hintergrundfarbe. Das können wir alles dann in Ruhe noch machen. If-Bedingungen und eigentlich das Wichtigste, was heute eigentlich auch immer wieder auftritt, das sind diese sogenannten For-Loops, die wir machen. Und das Interessante ist, einen Loop, den kennen wir eigentlich schon. Also wir haben das schon mal gesehen, was da, wie das prinzipiell funktioniert. Und das ist quasi das da. Die Funktion draw ist im Grunde ein Loop, weil sie immer wieder von vorne abspielt. Das heißt, in dieser Draw-Funktion wird die erste Zeile von der Draw-Funktion, dann die zweite, dritte, vierte, fünfte, bis die Funktion am Ende ist, wird alles ausgeführt und danach kommt sie wieder zu Beginn. Was jetzt aber der Unterschied, weil dann könnte ich auch sagen, okay, dann nehme ich halt immer die Draw-Funktion. Der Unterschied zwischen der Draw-Funktion und den Loops, die wir bauen wollen, ich muss mal meinen, eigentlich hatte ich eingestellt, dass ich nicht gestört werden möchte. Der Unterschied zwischen der Draw-Funktion und dem, was wir machen wollen, ist, dass die Draw-Funktion ein unendlicher Loop ist. Das heißt, der geht halt so lange weiter, bis wir halt das Programm irgendwann beenden. Und manchmal wollen wir halt, dass wir einen Loop haben, der halt nur eine begrenzte Zahl irgendwie durchläuft. Also vielleicht 10 Mal was macht, 50 Mal was macht oder irgendwie in 0,1 Schritten 50 Mal was macht. Ja, jetzt habe ich da oben nochmal schön das Logo reingepackt. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht. Und nicht erschrecken, es gibt noch eine detailliertere Beschreibung davon, wie so ein For-Loop aussieht. Er befindet sich nämlich jetzt auf der rechten Seite. So sieht ein For-Loop aus. Jetzt hab ich versprochen, sieht komisch aus auf den ersten Blick. Aber wir nehmen das jetzt mal in Ruhe auseinander und gucken uns an, wie funktioniert das. Und wir kommen, glaube ich, relativ schnell dazu, was das alles bedeutet und können uns das zusammenbauen. Mal ganz schematisch gesagt, ist ein For Loop, also sind die Sachen, die da in den Klammern stehen. Man kann erstmal sehen, von der Grund, jetzt muss ich wieder rausgehen, ist ein bisschen doof. Man hat hier ein For stehen und danach hat man eine Klammer, die aufgeht und die wieder zugeht und danach kommt wieder so eine geschweifte Klammer, wie bei den If-Bedingungen gerade. Ich mach das mal so. Das ist quasi so die Syntax davon, aber eigentlich interessiert uns gerade erstmal alles das, was hier unten drin ist. Was sagt das denn? Das sieht total komisch aus, mit hier ist schon eine Variable drin, habe ich euch gerade erst erklärt. Was ist das? Das sieht aus wie eine If-Bedingung und das weiß ich überhaupt nicht, was das macht. Das werden wir aber gleich erfahren, was das macht. Und zwar,
wenn man das quasi semantisch irgendwie betrachtet, dann ist halt das erste ein Startwert, das zweite ist ein Endwert und das dritte ist der Iterator. Damit könnt ihr wahrscheinlich genauso viel anfangen. Und wenn ich das jetzt noch dazu sage, dass das eine Abbruchbedingung ist, dann wird es wahrscheinlich noch schwieriger. Aber bei der Abbruchbedingung kann man sich zum Beispiel schon mal vorstellen, also Endwert ist schwierig, aber Abbruchbedingung ist deswegen interessant, weil wir haben ja gerade gesagt, die Draw-Funktion ist ein unendlicher Loop und was wir eigentlich wollen, ist ja ein nicht unendlicher Loop. Also eine Abbruchbedingung klingt da schon mal ganz hilfreich. Und ich habe ein Beispiel vorbereitet, mit dem wir das mal ein bisschen durchprobieren werden. Ich versuche einfach mal zu erklären, was sind diese einzelnen Punkte. Also, wir wollen im Grunde jetzt zum Beispiel sagen, in dem Console-Log, was da in der Mitte steht, wir wollen quasi eine Zahl ausgeben, die von 0 bis 10 einfach durchzählt. Das heißt, sie zählt 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Man könnte naiverweise natürlich sagen, okay, ich schreibe einfach 10 mal Console-Log quasi untereinander und schreibe jetzt erst 0 rein und erst nächste 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zu was wir aber dann kommen, ist, dass halt der Code mega lang wird und man irgendwann blickt man halt nicht mehr durch. Deswegen nimmt man sich halt so einen For-Loop. So, und um zu beschreiben, was jetzt gerade passiert, gehe ich erstmal mein Beispiel einfach durch und sage, dass nehme ich den ersten Ausdruck, gehen wir mal kurz raus, diesen ersten Ausdruck, wenn ich den ersten Ausdruck ausführe, sage ich quasi den Startwert. Also ich muss dem For-Loop im Grunde sagen, hey, mach mal eine Variable und setz die mal auf 0. Das ist quasi da, wo wir anfangen wollen zu zählen. Deswegen steht hier let i ist gleich 0. Das let hatten wir gerade schon gehabt. So, sagt dem Computer, ich will jetzt eine Variable haben, nenn die i und setz die einfach mal auf 0. So. Was dann passiert ist, er checkt quasi die ganze Zeit als nächstes gegen diese Bedingung. Also i ist kleiner 10. Warum ist es so? Weil wir wollen ja, dass der Loop irgendwann mal zu Ende ist. Das heißt, sobald quasi der die Variable initialisiert hat, guckt er erstmal, okay, darf ich denn mit dieser Variable überhaupt loopen? I kleiner als 10, bei 0 ist das gegeben. Dann mach weiter. Jetzt kommt ein bisschen der counterintuitive Part. Man könnte jetzt denken, dass er hier an der Stelle weitermacht, aber das ist nicht so, sondern er geht quasi, wenn hier diese Regel erfüllt wurde, hat gesagt, check, du kannst weitermachen, geht er hier runter rein und sagt dann und führt den Codeblock aus. Hier kann alles Mögliche drinstehen. Hier kann auch viel mehr drinstehen. Das ist der Block, der danach ausgeführt wird. Da können wir P5-Code reinmachen, können JavaScript-Code reinmachen, wir können alles reinmachen, was wir wollen, solange diese Regel quasi erfüllt sein muss. Wenn das alles durchgelaufen ist, quasi wie wenn die Draw-Funktion durchgelaufen wäre, dann kommt er erst zu diesem zweiten Ausdruck und sagt dann was ein bisschen, wo man sich jetzt fragt, okay, was ist das? I++ heißt eigentlich im Grunde, ist die Kurzform zu sagen, nimm i und addiere 1 drauf. I- geht auch, das ist quasi subtrahiere 1 davon. Und wenn er das geschafft hat, dann geht er wieder zurück. Also geht er quasi in den zweiten Schritt und da fängt er an dieser Stelle hier an. Also checkt quasi, ob nachdem ich hier i mit einer Zahl addiert hat, checkt er quasi wieder, ob die Bedingung erfüllt ist. Das macht er im zweiten Schritt nicht mehr. Also diese Variable initialisieren, so heißt es eigentlich. Das macht er nicht mehr, weil wenn er das machen würde, würde er ja immer wieder 0 haben. Dann würde er checken, ob 0 größer als kleiner als 10 ist. Dann würde er einen Code ausführen und 1 draus machen. Und danach würde die Variable wieder mit 0 überschreiben. Das heißt, wir würden wieder in einem Infinite Loop stecken. Und wenn man sich das jetzt mal ein bisschen weiterdenkt, dann kommt man irgendwann mal zu dem Punkt, wo diese Bedingung quasi crasht. Also wo das halt quasi i wird hier wieder draufgerechnet plus 1. Und dann steht dann, ist halt 10, ist kleiner als 10. Und dann sagt halt diese Bedingung hier nö, nö, nö. Also das stimmt ja gar nicht, ist ja false. Dann ist der For Loop beendet. Wie kann man sich das jetzt kurz leicht merken? Ich habe dann noch, also ich gehe dasselbe Beispiel gleich nochmal Step by Step mit so ein bisschen Animation durch, damit man es quasi dreimal erklärt bekommt, damit es funktioniert. Wie kann man das einfacher ein bisschen sich verstehen? Dieses let i, das schreibt man eigentlich so gut wie in jeden For Loop rein. Ich muss mal kurz mein Maustool hier wieder nehmen.
Dann ist im Grunde gibt es eigentlich nur drei interessante Stellen in den Dingen. Das ist nämlich das, das und das. Den Rest, den kann man im Grunde abtippen, weil das, was diese 0 bedeutet, quasi too long didn't read, heißt quasi, das ist der Startwert, das ist der Endwert und das ist der Wert, mit dem das quasi jeden Schritt weitergerechnet wird. Also i++ ist quasi immer plus 1. Das bedeutet, ich habe hier einen For Loop geschrieben, der mir die Zahlen auflistet zwischen 0, 10 und mit immer einem Schritt mehr. Und das kann ich halt verändern, wenn ich da hier jetzt eine 100 reinschreibe, dann zählt der halt bis 100. Wenn ich jetzt hier eine 2 reinschreibe und hier eine 10, dann zählt er von 2 bis 10. So. Also so kann man sich eigentlich relativ einfach mal voll runterbrechen und muss den ganzen Rest gar nicht genau verstehen. Aber das ist quasi so die easiere Variante. Ich gehe das Beispiel nochmal durch. Und habe hier mal so ein bisschen, um den Screen euch so zu erklären. Ich mache es trotzdem mal so. Um euch den Screen zu erklären. Jetzt muss ich mal hier gucken, was ich meine. Stimmt. Damn, stimmt. Mein totaler Denkfehler gewesen. Ja klar, 10 bis 9, super aufgepasst. Eigentlich hätte ich jetzt besser reagieren müssen, hätte sagen müssen, ich habe einen Fehler extra eingebaut, um zu hoffen oder um zu checken, ob irgendjemand aufgepasst hat. Okay. Das heißt, der Denkfehler, der zieht sich nochmal durch. Wenn man es bis 10 machen würde, hätte ich hier kleiner gleich 10 reinschreiben müssen. Ich gehe das Beispiel trotzdem nochmal durch und am Ende kommt der Fehler nochmal. Sorry. Also, auf der rechten Seite steht immer da quasi, was der Computer gerade denkt bzw. macht. Das habe ich mal ausgeschrieben. Hier oben steht immer drin, was i gerade ist. Und ja, also hier, nee, hier unten steht das, was der Computer quasi sagt. Und hier steht der Ablauf drin, den ich vorher schon mal beschrieben habe. Also, der erste Ausdruck sagt, der Ablauf führe den ersten Ausdruck aus. Hier unten steht da, erstelle eine Variable i mit dem Wert 0. Ja, das machen wir so. Das haben wir jetzt ja quasi schon mal geguckt. Im zweiten Schritt überprüfe, ob die Bedingung erfüllt ist. Die Bedingung sagt, in dem Moment ist die Variable i kleiner als 10. Boah, das ist der Fall. Dann führe den Codeblock aus. Das hier ist der Codeblock. Hier kann drin stehen, was auch immer. Und man kann in dem Moment halt das i nehmen und kann das zum Beispiel in eine Funktion reinnehmen. Das ist jetzt eine Variable halt, ne? Die kann ich überall nutzen. Schreibe den Wert in die Konsole rein und dann sagt halt die Konsole i ist gleich 0. So. Das ist der erste Schritt, das ist der zweite Schritt, das ist nicht der dritte, sondern das hier ist der dritte. Und jetzt kommen wir in den vierten, führe den zweiten Ausdruck aus. Addiere zur Variable i den Wert 1. Ja, okay, cool. Und hier, wie wir oben gesehen haben, was i gerade ist, ist halt hier erst i 0 und in dem Schritt ist es dann 1. Ich gehe zurück und vor, damit die Variable i halt 1. So, und jetzt, nachdem das Ding quasi der zweite Ausdruck ausgeführt wurde, springt er wieder zurück in die Bedingungen und guckt, okay, nachdem ich jetzt quasi eine 1 hinzugefügt habe, ist denn dann die Zahl immer noch kleiner als 10? Ja, das ist sie. Dann geht er wieder in den Codeblock, schreibt quasi die 1 in die Konsole rein und dann addiert er quasi wieder die 1 drauf. Und so weiter. Also hier oben ändert sich jetzt nur noch die Zahl 3 und so weiter bis 9. Ah ne, doch, bis 10. In dem Fall habe ich es, glaube ich, richtig gemacht, weil er addiert jetzt in dem Moment die 10 drauf. Und was sich dann daraus resultiert ist, dass er wieder in die Bedingung zurückspringt, ist die Variable i kleiner als 10 und das ist quasi falsch. Und dadurch geht es quasi unter dem Code-Schnipsel weiter. So. Das fühlt sich jetzt so ein bisschen an, wie ich damals in der ersten Schwimmstunde. Ich wollte eigentlich ins Schwimmbecken springen und dann hieß es erstmal, ich mache Trockenübungen. Das ist irgendwie blöd. Wir werden das genau jetzt, weil es alles super mathematisch und numerisch ist und eigentlich ist es auch nur da, um das quasi einmal in der Theorie zu erklären. In der Praxis löst sich das alles ein bisschen auf. Das können wir gleich machen. Ich guck mal nochmal schnell. Next. Und würde gerne eine Grafik bauen wollen, die im Grunde jetzt einen For Loop nimmt. So.
Ich habe jetzt hier, das share ich dann nochmal auf Incom. Ich habe jetzt hier in Notion mal schnell die ganzen Sachen angelegt, die wir gebaut haben. Das nehmen wir uns für heute vor, weil wir halt erstmal diese ganzen For-Loops durchtesten. Und wir wollen quasi jetzt hier so ein Growing-Circles-Bild bauen, indem wir uns For-Loops nehmen, so, und quasi versuchen, dass ich quasi unendlich viele Kreise oder wie viele Kreise ich haben will, eben sich halt mit Hilfe eines For Loops halt in so eine immer größer werdende Sphäre halt ausbreiten. Das sieht so ein bisschen ähnlich aus wie den Audio-Equalizer, den wir letzte Woche geschrieben haben. Ja, der folgt halt eben einem anderen Programmierparadigma in dem Moment und ich würde damit einfach mal anfangen, indem ich, und jetzt mache ich nochmal den Workflow für dich, damit du da ein bisschen derkommst. Es gibt einen Editor, der heißt P5 Web Editor, den habe ich vorhin in der Präsentation schon mal erwähnt. Den kann ich halt eingeben, wenn ich auf P5 Web Editor gehe. Und in dem Moment, wenn ich da halt draufklicke, dann bekomme ich halt hier so die rohste, also die absolut super rohste Codeumfang, den man so in P5 hat. Und wenn ich jetzt hier oben auf Play drücke, dann kriege ich auf der rechten Seite einen Canvas. Ich habe in der letzten Woche erklärt noch, was die Funktion Setup und was die Funktion Draw sind. Setup kommt immer so ein bisschen vor, also wird als allererstes ausgeführt und dann gibt es in P5 eine Funktion, die heißt Create Canvas und die nimmt zwei Parameter entgegen, 400 mal 400 und die zeichnet uns auf die rechte Seite jetzt diesen Canvas. So. Diese Draw-Funktion, unendlicher Loop, wir erinnern uns ein bisschen, die zeichnet gerade in diesem Moment 60 Mal pro Sekunde zeichnet die einen Background. Es gibt auch eine Variable, die gebe ich mal aus, um das vielleicht noch ein bisschen besser zu erläutern. Ich gebe mal in der Konsole aus eine Variable, die heißt nämlich Frame Count. Wenn ich mir die ausgeben lasse, sieht man nämlich hier, die Zahl geht halt immer weiter nach oben. Das ist quasi die Frame-Anzahl, die insgesamt seit dem Start des Programms durchgelaufen wird. Das heißt, in dem Moment kann man das auch so betrachten, dass halt jetzt momentan das 585. Mal diese Draw-Funktion aufgerufen wird. Die fängt immer wieder von oben an, läuft bis nach unten durch. Von hier fängt die an und läuft bis da unten durch. Und das hat die jetzt mittlerweile, seitdem ich angefangen habe zu reden, fast 1000 Mal gemacht. So. Wir wollen aber diese Kreise jetzt zeichnen und ich fange erstmal an und zeichne erstmal den Kreis einfach so, indem ich jetzt einen Circle nehme. Das ist halt eine Funktion von P5, die wird halt so geschrieben mit Circle, Klammer auf, Klammer zu, danach so ein Semikolon. Und ich muss ja in einem Kreis, der hat halt ja mehrere Eigenschaften, dem muss ich ja noch sagen, wie groß der sein soll und dem gebe ich am Anfang eine Position. Von, also X- und Y-Position, ich sage jetzt mal 200 mal 200. Und dann will ich an dem Kreis ja trotzdem noch irgendeine andere, also der sage ich jetzt, okay, wo ist der? Ich muss dem mal noch eine Größe geben, ich sage jetzt einfach mal 50. Und jetzt, das ist nämlich ein Common Gotcha, was mir auch immer passiert, so, jetzt müsste der Kreis ja eigentlich da sein, ist er aber nicht, weil der Background wird ja quasi später ausgeführt und der malt quasi mir gerade über den Kreis drüber. Deswegen verschiebe ich, also muss ich quasi den Background vorher zeichnen. So, deswegen nehme ich mal den Background und schiebe den mal vor den Kreis. Und jetzt habe ich hier meinen Kreis da. Oh, ist ja schon mal ganz nett. Aber ich brauche ja mehrere davon. Ich mache das mal, damit man nur die Kontur sieht. Gibt es halt eine Funktion, die heißt NoFill. Die kann ich da vorschreiben. Und wenn ich NoFill geschrieben habe, dann habe ich hier so einen Kreis, der einfach nur die Umrandung hat. So, und jetzt For Loop, ne? Also ich meine, ich könnte auch sagen, okay, ich nehme einfach das und mache einfach kopiere mir die Kreise so oft bis und tue einfach hier immer hinten die Größe verändern, weil dann komme ich ja auch so ein bisschen zu dem Ergebnis. Aber wenn ich jetzt irgendwie sagen will, okay, ich will einfach 50 Kreise haben, dann ist das ja irgendwie eine doofe Architektur, weil wenn ich da was ändern will, muss ich alles irgendwie umschreiben und es nervt. Deswegen nehmen wir uns jetzt den For Loop zur Hand. Und dann kann man sich so ein bisschen überlegen. Ich möchte halt jetzt die Kreise, also irgendwie Kreise haben, die halt jetzt mit 0 anfangen oder vielleicht mit 1 anfangen und ich möchte, dass die bis zu einer, also dass ich
dass ich 100 Kreise habe. Das heißt, ich nehme nochmal so gedanklich nochmal den Vorloop, den wir gerade hatten, und wende so ein bisschen die Regel an, die ich euch erklärt habe, so eigentlich brauche ich nur wissen, was der niedrigste Punkt ist, also die niedrigste Zahl und die höchste Zahl, also von 0 bis 100. Und dann iteriere ich einfach mal mit 1 und probiere mal, was passiert. Ich schreibe den Vorloop jetzt hier nochmal runter. Also der Vorloop beginnt halt immer, indem man das vorschreibt. Da mache ich immer eine Klammer auf und Klammer zu, damit man es nicht vergisst. Und danach mache ich dann eine geschweifte Klammer auf und eine geschweifte Klammer zu. Und das sieht dann erstmal so aus. Er sagt natürlich jetzt hier, dass hier noch ein bisschen Zeug fehlt, aber so sieht das Grundgerüst aus. Und hier in diese Klammer, wie in der Funktion, kommen jetzt halt diese Parameter rein, diese drei Dinger. Der niedrigste Wert mit den Initialen, die Bedingung und die Bedingung, mit der ich counten möchte. Also schreibe ich das mal ein bisschen ab aus der Präsentation einfach und schreibe einfach mal rein, let i ist gleich 0. Das heißt, der erste Wert geht mit 0 los. Danach kommt immer ein Semikolon, also diese drei einzelnen Bedingungen werden immer mit dem Semikolon getrennt. I, also ich möchte jetzt mal nur 10 Kreise haben, ist kleiner als 10, das heißt, er zählt von 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und danach sagt er 10 ist vorbei, das heißt, der geht den Vorloop 10 mal durch und dann mache ich wieder ein Semikolon, um quasi die Bedingung abzuschließen und schreibe jetzt einfach mal i++ rein, wie wir es gerade eben schon hatten. Also, ja, wo ist mein Cursor hin? Ja, witzig, mein Cursor ist weg. Ich reloade mal die Seite schnell. So. Ah, okay, jetzt muss ich noch schnell runterschreiben. Let i gleich 0, i kleiner 10. Und dann kommt i++. Seid ihr eigentlich noch da? Ja, ne? Ah, okay. Ihr bewegt euch so wenig an der Seite des Screens. Ich habe das jetzt einfach mal abgeschrieben. Und wenn ich... Jetzt kann ich halt im Grunde einfach mal sagen, okay, ich kopiere mir einfach mal den Circle hier rein. Und jetzt müsste der 10 Kreise zeichnen, ne? Ja, cool, macht er auch. Wir sehen es bloß nicht, weil die alle gleich groß sind. Und ich kann mir ja halt zum Beispiel mal überlegen, also der Kreis wird jetzt 10 mal gezeichnet. Er geht hier durch, nimmt die 0, dann zählt er hier durch, zeichnet einen Kreis. Dann tut er eine 1 hinzufügen, dann ist es 1, dann geht er hier durch und dann geht er wieder hier oben rein und führt das Circle aus. Und das macht er halt so lange, bis i gleich 10 ist und dann sagt er halt, okay, ist vorbei. Und danach geht er halt wieder hier runter und hier unten ist ja nichts mehr, also fängt er wieder von vorne oben an. Zeichnet halt 10 Kreise. Und was das Interessante an den For-Loops ist, wir können uns halt das i nehmen, also den aktuellen Zustand von dem i, also zum Beispiel wenn i 1 ist, können wir das i innerhalb unseres Codes, der hier drin ist, benutzen, um zum Beispiel diese Werte zu manipulieren. Die Position 200 lassen wir mal, aber damit wir die Kreise zum Beispiel sichtbar machen, nehmen wir den dritten Parameter, also steht auch in der Dokumentation, das ist der Durchmesser von dem Kreis, der ist jetzt bei 50, also 50 Pixel. Und dann kann ich mir einfach das i nehmen und ja, ich multipliziere das einfach mal damit. Und schon sieht man, ah, okay, alles klar. Also am Anfang ist nämlich der Kreis, den ersten Kreis, den sieht man eigentlich gar nicht, weil 0 mal 50 ist 0, also irgendeine Sache mal 0 ist immer 0. Dann geht er in den zweiten Loop rein, dann sagt er, ist diese Rechnung hier 50 mal 1, das heißt der Durchmesser auf dieser Seite ist 50, dann geht er in den Loop weiter und dann wird quasi i hochgezählt, dann ist i 2 und dann kommt 50 mal 2, dann kann man ungefähr schon schätzen, okay, das muss dieser Kreis hier sein, das ist der einen Durchmesser von 100 hat. So, und mein Stift ist witzig. Und das geht halt so lange weiter, bis wir quasi bei 10 angekommen sind und dann müssten wir 10, na eigentlich 9 Kreise haben, weil den ersten sieht man nicht. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 9 Kreise und der erste, der ist halt hier irgendwo verschwunden, weil der halt einen Radius von 0 hat. Und so können wir zum Beispiel Kreise zeichnen und das
Man kann aber auch sagen, okay, ich nehme jetzt mal die 50 hier komplett raus, ich habe da mal 10. Man kann halt auch einfach 10 mal i reinschreiben. Und da kann man so ein bisschen rumspielen mit den Werten halt so, ne? Also das ist im Grunde wie, wenn ich sage, wenn ich da mal aus x reinschreibe, nur dass ich halt gerade den aktuellen Wert von dem For Loop nehme. Ich hoffe, das ist so ein bisschen verständlich. Wir machen das jetzt noch zwei, dreimal und kommen dann, oder ihr versteht dann hoffentlich so ein bisschen, wie das alles im Detail funktioniert. Um jetzt zu überprüfen, zum Beispiel, das sind jetzt ja 9 Kreise, kann ich ja zum Beispiel auch mal sehen, okay, ich habe ja gesagt, das, was hier, diese Zahl, die hier steht, das ist ja der Maximalwert. Das kann ich ja überprüfen, ob ich euch das Quatsch erzählt habe oder nicht, indem ich hier einfach mal, oh, ich mache mal einfach mal doppelt so viele. 20, ja, okay, funktioniert schon. Das heißt, ich habe jetzt schon mehr Kreise gemacht. Ich kann aber auch hier irgendwie, ja, 100 reinschreiben oder so und dann habe ich halt, wird halt dieser For Loop 100 mal ausgeführt. Und das ist halt in drei Zeilen viel einfacher, als wenn ich 100 mal hinschreibe, mach mal einen Kreis und schreibe manuell immer rein, dass ich einen Schritt mehr haben möchte. Genau. Genau, diesen Code-Symbol könnt ihr euch dann im Grunde eigentlich kopieren. Es gibt noch eine Sache, die man vielleicht noch ändern kann. Ich tue mal hier aus den 100. Achso, übrigens, ich mache mal das alles ein bisschen größer, könnt ihr es besser lesen. Ich mache jetzt hier nochmal 10 rein. Und ich habe jetzt ja hier immer i++ reingeschrieben. Das heißt, es wird immer um 1 größer. Und hier multipliziert sich das ja mal 10. Also wird es immer in 10er Schritten hochgehen. Also der erste Kreis ist 10 Pixel Durchmesser, zweite 20, 30, 40, 50 und so weiter. Ich kann hier allerdings aber auch reinschreiben, i ist gleich, also wie wenn ich eine Variable schreibe, i ist gleich. Ist gleich plus 10. Das ist zum Beispiel auch ein gültiger Syntax, oder? Ne, ist zu groß. Also i ist gleich i plus 10. Ah, jetzt stürzt mein Programm wieder ab. Warte. So, ja, irgendwie seit heute irgendwie ein bisschen Stress mit dem Editor hier. I ist gleich i plus 10, so, ja. Und jetzt drücke ich mal auf Play. Und so kann ich quasi den Rhythmus vergrößern. Aber 10 mal i ist dann halt richtig groß. Wie funktioniert das denn jetzt? Ah, okay. 9, 2, 10. I plus ist gleich i plus 2. So, ist mal einfacher. Und hier kommt was so rein. Ich habe jetzt so kurz ein bisschen rumgeschrieben, es sieht genauso aus wie vorher, nur dass ich jetzt halt anstatt hier stand vorher i++, jetzt habe ich hier zum Beispiel i plus 2 gemacht, und was halt bedeutet, okay, die Schritte werden nun halt größer. Es gibt halt weniger Kreise, also wenn ich jetzt hier i plus 1 reinschreibe, dann kriege ich wieder mehr. Weil logischerweise, wenn ich immer am Ende des Schrittes immer plus 2 rechne, dann bin ich ja viel schneller bei der 10, als wenn ich plus 1 rechne. Und somit kann man im Grunde die Steps quasi bestimmen. Ne? Also du hast halt einen Minimalwert und einen Maximalwert. Und dazwischen, wenn du da immer plus 1 rechnest, dann hast du halt 9 Steps. Wenn ich immer mal 0,1, also plus rechne, dann habe ich irgendwie 90 Steps. Und das kann man halt damit einstellen. Das ist diese dritte Vari oder die dritte Bedingung, die man da halt reinschreibt. Sinnvoll, einfach kopieren. Das Wichtigste, einfach kopieren, die Werte ändern und dann löst sich die Verwirrung im Kopf schon fast automatisch. Und das ist halt das Schöne daran, warum wir auch P5 machen, im Verhältnis zu jetzt irgendwie, wenn ich euch jetzt einen Taschenrechner in C programmieren lassen würde. Voll langweilig. Hier kann man überprüfen und visuell so sehen, was mache ich denn eigentlich? Und da kann manchmal auch ganz witziges Zeug bei rumkommen. Und ja, ich habe dann irgendwie noch so einen Spaß gemacht, dass ich dann zum Beispiel hier gesagt habe, okay, ich klammer das mal ein. Und ich kann zum Beispiel, das hier ist zum Beispiel eigentlich die Größe und ich kann halt zum Beispiel auch sagen, ich will das halt, dass diese Größe in der Variable drin steht, weil man es dann einfach besser lesen kann. Also sage ich jetzt den Computer mit LED, das heißt,
dass ich jetzt gerne eine Variable benutzen würde, die Size heißt, und schreibe ein ist gleich dahinter. Und dann nehme ich mir einfach mal dieses i mal 10, weil das lässt sich halt später schwieriger lesen. Und kopiere das hier oben rein, mache ein Semikolon dahinter. Und was kann ich jetzt damit machen? Jetzt habe ich hier let size i gleich i mal 10. Aber das funktioniert ja immer noch nicht. Und das Gute ist, ich kann halt diese Variable, diesen Namen, kann ich halt überall in meinem Code jetzt wieder benutzen. Das heißt, ich kann jetzt hier reinschreiben, size, und dann kriege ich dasselbe Ergebnis. Weil was macht der Computer in dem Moment, wenn der hier bei Circle reingeht, dann guckt er so, okay, ich muss jetzt einen Circle an der x-Koordinate 200 zeichnen, an der y-Koordinate 200 und dann an size. Okay, was ist size? Ja, cool. Size habe ich ja vorher mal definiert mit dem hier. Und dann guckt er hier im Grunde einfach rein und geht dann auf diesen Wert, der hinter dem ist gleich steht. Das können wir mit ganz, ganz vielen Sachen machen. Ein einfacheres Beispiel ist zum Beispiel auch so, wenn ich jetzt relativ easy mal die Screen, also diese Canvas-Auflösung ändern will, dann machen viele das auch so, dass die sich hier vor die Setup-Funktion schreiben, die sich einfach ein let with ist gleich und dann schreiben die halt irgendeine Zahl rein, 400 und let height ist gleich 400. Das bedeutet halt, okay, Computer, registriere mal eine Variable mit der Breite und der Höhe und setze die mal mit 400. Und dann kann ich die im Grunde hier unten in der Setup-Funktion, kann ich die reinschreiben einfach und sage hier with height und dann kann ich die einfach ersetzen. Ups. Zack. Seht ihr? Also kann jetzt hier auch irgendwie einen übelst exorbitant großen Wert nehmen, irgendwie 10.000. Na gut, das hat der Computer nicht so gern. Und dann kann ich halt hier relativ easy meine Variablen halt ändern. So. Das brauchen wir immer wieder. Und ich kann zum Beispiel hier aber auch sagen, ich möchte vorher zum Beispiel definieren, wie viele Kreise will ich denn haben. So, ne? Also ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, let. Den gebe ich jetzt irgendeinen Namen. Ich will sagen, wie viel sind Kreise. Also sage ich einfach mal Circle Count. Und da sage ich jetzt, ich möchte gern 20 Kreise haben. Und im For Loop haben wir ja schon gesehen, okay, es gibt eine Zahl, bis wohin gezählt wird. Also kann ich zum Beispiel auch hier oben, ich will das mal ein bisschen weiter auseinanderstellen, damit ihr den For Loop noch erkennt. Und mach mal hier wieder i++ draus. An dieser Zahl wird ja quasi festgemacht, bis wann gezählt wird. Und da kann ich halt im Grunde, da ich das hier oben Circle Count definiert habe, kann ich auch Circle Count reinschreiben. So, und dann in dem Moment guckt er halt nach, wenn er halt immer überprüft, okay, bin ich schon fertig, guckt er halt in Circle Count rein und merkt, ah, guck mal hier oben, Circle Count 20, alles klar, ich zeichne jetzt 20 Kreise. So. Ich würde sagen, erstmal bis hierhin so prinzipiell das Verständnis da oder gibt es quasi wirklich jetzt arge Zweifel daran, dass das irgendwie funktioniert oder kann ich irgendwie helfen? Gibt es Fragen? Weil ich würde jetzt kurz eine Pause machen. Wir sind jetzt schon, wir haben jetzt schon über eine Stunde gemacht. Jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Minuten Pause machen. Und danach würde ich noch zwei, drei weitere Examples mit euch durchgehen. Die ähneln sich alle relativ zu dem, was wir jetzt gemacht haben, weil jetzt gerade sind wir noch an dem Punkt, wo wirklich elementar wichtig ist. Das müssen wir verstehen, um coole Sachen später bauen zu können. Und deswegen würde ich das dann nochmal mit euch mit zwei, drei Übungen durchgehen und dann gibt es dann quasi irgendwie eine Hausaufgabe für euch, damit ihr das machen könnt. Ja, erstmal Fragen. Gibt's? Ja. Du meinst am Ende der Zeile? Das ist das Witzige an JavaScript. Nein, sind sie tatsächlich nicht. Das ist aber auch erst seit den letzten Jahren erst so geworden. Früher war es so, da war das definitiv so. Und eigentlich in anderen Programmiersprachen sind sie nämlich Pflicht. Also es macht irgendwie Sinn, sich dran zu gewöhnen, wenn man irgendwann mal vielleicht sagt, okay, ich will was anderes programmieren. Es gibt andere Programmiersprachen, da sind die halt Pflicht und da heißt es dann halt so, okay, das Programm funktioniert nicht, wir haben halt das Semikolon nicht gefunden. So.
Bei JavaScript kann man da so ein bisschen durcheinander sein. Ich vergesse es auch ab und zu mal, aber nee, es ist nicht Pflicht. Aber in den, in dem, in der, in der, in diesen, in dieser Vorbedingung, da sind sie Pflicht. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel hier dieses Semikolon hier rausnehme, dann sagt er mir, ups, unexpected identifier so. Also da sind sie Pflicht, aber am Ende der Zeile könnt ihr euch zumindest sparen. Wird dann halt nur, wenn ihr vielleicht mal was anderes programmieren wollten. Gibt es halt Programmiersprachen wie Java oder C-Sharp oder sowas, da wird es benötigt. Noch eine Frage? Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir 10 Minuten Pause. Wir müssen uns alle vom Computer entfernen, damit wir ein bisschen den Kopf freikriegen. Und dann mache ich mit euch noch zwei, drei Examples, dann komme ich so zur Hausaufgabe und dann war es das. Also es kommt stofflich jetzt nicht mehr mit dazu. Wir üben nur noch das, was bis jetzt passiert ist. Ich glaube, das ist ganz gut. Okay, also 10 Minuten. Wir machen mal runden auf. 15:25 Uhr geht es weiter.